Hallihallo Freunde, ein neuer Partner des Let's Plays zu Paper Mario ist mal wieder am Start und wir haben Don Raphael gefunden, den fetten Abroxas, und der will mir jetzt doch helfen, in den Vulkan zu kommen. Na dann, lass mal hören. Verstanden, gut, sind alle bereit? Und nun, Abroxas, an die Arbeit! Okay. Das wird nicht lange dauern. Was zum Henker? Oh, Colorado. Kra-kra-kra! Fertig, Kra! Ah, ein Aufzug, kann man sagen. Alles klar, du kannst den Vulkan jetzt erreichen. Oh, herausragend. Wirklich, es scheint, als könnten wir nun den Vulkan betreten. Was ein Glück, nicht, Mario? Ich werde keine Sekunde länger warten. Ich schätze, der Vergangene ruft nach mir. Vorwärts! Und der Professor stürzt sich wieder todesmutig in die Gefahr, kann man sagen. Dieser Cooper, was für ein Draufgänger, stürzt sich einfach so in den Vulkan. Er ist kühn, das muss man ihm lassen. Kühn und völlig durchgeknallt, aber genug jetzt. Ich will dir nun den wichtigen Gegenstand geben, von dem ich sprach. Hier, nimm ihn. Ultrasteine halten. Hebt einen deiner Freunde in den Ultra-Rank. Ja. Das ist ein Ultrastein. Ich habe ihn vor langer Zeit in den Tiefen dieses Dschungels gefunden. Jetzt, da du diesen Stein hast, finde einen Superblock. Dort kannst du einen deiner Freunde vom Superrang in den Ultrarang erheben. Die Erstarkung deiner Freunde ist der Schlüssel zum Erfolg. Vertrau mir. Dies hat mir ein Stern im Traum verraten. Setze ihn weise ein. Ich muss nun gehen. Over und aus. Jawohl, endlich. Ja, der Superrang ist nämlich nicht der höchste Rang, den Marios Teammitglieder erreichen können, sondern es ist der Ultrarang. Und den kann jeder erreichen, der zumindest den Superrang hat. Und in meinem Fall hat jedes Mitglied den Superrang. So, oh Gott, und ein Herzblock. Danke, danke, danke. So, und bevor ich jetzt aber in den Vulkan gehe, wo es ja sehr, sehr heiß wird, muss ich mal, ich muss mich von ein paar Orden trennen. Ich frage mich nur gerade von welchen, auf jeden Fall vom Protektor. So, weil da drin erwarten mich vor allem feurige Gegner und ich habe zum Glück den Eispower-Orden dabei. Der erhöht meine Angriffskraft gegen feurige Gegner um 2 und ich kann auch auf brennende Gegner springen, ohne dass Mario Schaden nimmt. So, den gleich mal ausgerüstet. Und was noch? Was noch? Doppelgriff? Nee, brauche ich nicht. Powerhauer? Multisprung, oder? Nee, brauche ich eigentlich auch nicht. Dann würde ich sagen, falls ich Items brauche, nehme ich den Rabattorden. So. Aber ganz, ganz wichtig und sehr, sehr hilfreich ist, wie gesagt, der Eispower-Orden. Zu finden in Shaggys Spielzeugkiste. So. Und beim nächsten Level-Up werde ich auf jeden Fall sowieso wieder meine Ordenpunkte erhöhen. Gut. Wir betreten den Vulkan. Hä, was zum... Oh, eine Piranha-Pflanze. Identifiziert als Mario. Alarm, sofortiger Report. Alarm, Alarm. Oh, na toll, wir wurden schon entdeckt. Also der Endboss weiß Bescheid. Ja, da bist du ja wieder. Hm, ich fühle Gefahr. Aber alle Abenteuer sind gefährlich. Also, aber was soll's. Wir müssen weiter vordringen, um uns mit der Entdeckung bekannter Schätze rühmen zu können. Mann, was für ein Volltrottel. Verbrennt sich hier voll seinen Arsch. Ja! Wow, was ist mit dem Felsen los? Er ist in der Lava versunken. Ja, weil du Volltrottel einfach zu lange drauf stehen bleibst. Und das macht man nicht. So, hier gibt es jetzt Felsen, die durch die Lava fahren. Jetzt wird es nochmal richtig anspruchsvoll, gefährlich und schwierig, vor allem weil es hier jetzt neue Gegner gibt, nämlich diese lebendigen Flammenwesen hier. So, aber ich habe wenigstens den Eispower-Orden dabei. So, wer seid denn ihr? Lava-Blub.
Das ist ein Lava-Blub, eine Art Feuerballmonster. Lava-Blubs leben in der Nähe von Lava. Maximal GB9, Angriffskraft 4, Verteidigung 0. Sie sind offensichtlich sehr heiß. Wenn du auf sie springst, wirst du dich verletzen. Manchmal greifen sie auch deine Freunde an, wie mich. Die Angriffskraft dieser Attacke beträgt 2. Aufgrund ihrer feuchten Natur fürchten sie Schnee und Wasser. Ja, und der Eispower-Orden gibt Mario wenigstens eine Eis-Attacke. So, und erhöht seine Angriffskraft sogar nochmal um 2. So, wow, und die machen ja viel Schaden, das ist noch ziemlich viel. Aber es gibt in dem Lava-Lava-Berg einen Orden, der sogar diesen Schaden etwas verringern kann. So, ich weiß gar nicht, weil die schweben, ob Cooper die überhaupt angreifen kann, aber eigentlich sind die ja empfindlicher gegen Wasser, das heißt, ich werde mit Sushi kämpfen. So, einfach mal Hammerangriff. Das müsste eigentlich auch ein... Zack, genau, ein Eisangriff sein und ich mache 7 Schaden. Cool. Autsch, nicht so cool. So, Moment mal. Powerschlag. Das macht... Bam, das macht genau 9 Schaden. Wunderbar. So, 6 Sternenpunkte. Also fürs Level-Up reicht es leider noch nicht ganz. Das wird noch ein bisschen dauern. So. Gut, hier gibt es wieder so eine Seilwinde. Oh, Moment. Oh, verdammt! Ah, Mann, hier trifft mich wieder so ein scheißblöder Stachikäfer. Verdammt, ich will nicht kämpfen! Nein, ich habe schon wieder so wenig KP. Mann, ey, ich habe absichtlich losgelassen, weil ich sehen wollte, was hier unten ist. Und hier unten sind einige Fragezeichenblöcke. Nein, 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 nein! Lass mich! Wie soll ich da raufkommen? Na egal. Ist jetzt nicht so wichtig. Ich muss eh auf die andere Seite. Man kann nämlich vorzeitig loslassen. Okay, das wäre jetzt hier nur ein Powerblock gewesen. Brauche ich jetzt nicht wirklich. Ich habe sowieso keinen Platz mehr für weitere Items. Wow, und hier ganz gefährlich und eigentlich schon aus den Super Mario Brothers Teilen bekannt. Ja, solche Flammen, die sich drehen. Oh, und hier ist ein Superblock. Das heißt, ich kann jetzt jemanden in den Ultra-Rang aufschufen. Aber wen? So, gleich mal ansehen. Gumbario. Er lernt Multikopfen. Aus diesem verursacht übel Kopfschmerzen. Cooper. Er lernt Feuerpanzer. Den Gegner brennt bald der Kittel. Bombette. Sie lernt Megabombe. Hier bleibt kein Auge trocken. Parakari. Er lernt Valkyrie. Thor und Odin würde dies gefallen. Sie erlernt Fächer-Lady, das nenne ich Bestrafung. Dann Watt, sie erlernt Megashow, kein Gegner rührt sich mehr. Und Sushi, sie erlernt Tsunami, dies ist Wasserschaden erster Güte. Und da ich es hier ja mit Feuergegnern zu tun habe, also größtenteils, werde ich auch gleich Sushi in den Ultrarang erheben. Jawohl. Sushi wurde in den Ultrarang aufgestuft. Ja, dadurch erhöht sich ihre Angriffskraft nochmal um einen Punkt. Und Tsunami ist die stärkste Wasserattacke. Also überhaupt die stärkste Attacke. Die stärksten Attacken lernen die Mitglieder eben erst im Ultrarang. So, aber Moment mal, ich will aber irgendwie diesen Powerblock. Der ist nämlich ziemlich praktisch gegen diese Stachikäfer. So, das heißt Cooper. Walte deines Amtes. So. Gut, dann, weg mit dieser blöden Kokosnuss. Was brauche ich eine Kokosnuss? So. Oh. Ah, Mann, oh! Mann, du Arsch! Oh mein Gott, Mario ist gleich tot! Verdammt! Ich will aber nicht! Ich will nicht kämpfen! Nein! Verdammt, ich will nicht! Oh, Mann, ey! So, ich habe nämlich gar nicht... Ich habe total übersehen, dass es hier runter geht. So, oh mein Gott, hier gibt es wenigstens einen Speicherblock. Und einen riesigen Metallblock, den ich selbst mit dem Superhammer nicht zerstören kann. Ja, sehr verdächtig, aber... Ich weiß, was das zu bedeuten hat. So, oh, oh Mann! Oh, verdammt, ich muss nochmal rauf. Ich habe da jetzt gerade den Orden gesehen, den ich vorhin mal gemeint habe. So, oh. Haha, ausgetrickst. Oh, hier ist schon wieder eine blöde Vollpiranha. Dieser Orden da, das ist ein Orden, der meinen
erlittenen Feuerschaden verringern kann. So, haha. Nämlich der Feuerschildorden reduziert erlittenen Feuerschaden um 1. Aber ich weiß jetzt nicht auswendig, wie viele Ordenpunkte der braucht. Gleich mal nachgucken. Feuerschildorden. Der braucht auch 2 Ordenpunkte. Naja gut, beim nächsten Level-Up habe ich ja dann welche zur Verfügung, aber vorher werde ich mal ohne auskommen müssen. So, und hier... Wow. Mann, ich will aber nicht. Ich will zwar speichern und ich will auch runter, aber... Moment mal, ich lasse mich gleich hier fallen. Haha, so voll an der Piranha-Pflanze vorbeigeschlichen. So, mein Gott, hier gibt es noch mehr von diesen Stachelkäfern. Und da oben ist ein... Da oben ist ein... ein Superblock. Und ich merke gerade, dass ich hier völlig falsch bin. Flucht! Flucht! Ich will hier weg! Mann! Ach, das kommt davon, wenn man das Spiel schon etwas länger nicht spielt. Ich bin hier total falsch lang gegangen. Ich muss nämlich nicht nach rechts, sondern nach links. Hey, wer hat mich jetzt erwischt? Mano! Ich will aber nicht! Nein, Mario ist gleich tot und ich will jetzt keinen Lebenspilz wegen solchen Gegnern verschwenden. Das ist doch dämlich. So, ich muss hier nach links. Oh, hier geht's nach links. Ich komme nämlich vorher noch gar nicht anderswo weiter. Wenn ich nicht hier noch tiefer in den Lava-Lava-Berg vordringe. So, hier gibt es einen Lava-Fall. Kann ich nicht gerade Lava-Wasserfall sagen, ist ja kein Wasser. So, Moment mal. Hier muss ich jetzt mit Parakari rüberfliegen. Endlich brauche ich den guten mal wieder. So, hier rüberfliegen und die 3 blauen Blöcke jetzt einfach in die Lava schubsen. Die scheinbar nicht schmelzen. So. Und alle 3 rein, dann komme ich auch weiter. So, zack. Ja, ich weiß, Mario bewegt die Blöcke leider etwas langsam, aber geht halt nicht anders. So, und der Lavafluss wurde etwas abgeschwächt. So, dass ich jetzt doch hier unten mit Parakari rüberfliegen kann. So. Ich weiß zwar, dass Lava hier keinen Instant-Dead verursacht, aber zieht mir auf jeden Fall KP ab. So. Ah ja, ich sehe schon, da hinten gibt es eine ganz große Schatztruhe. Und 2 weitere blaue Blöcke, die ich jetzt beide in die Lava schubsen muss, aber so, dass sie hintereinander drinnen sind. So, genau. Und jetzt geht es sich von der Entfernung aus, dass ich auch hier rüberkomme. Oh mein Gott, ein Lava-Blub. Nein, noch ein Lava-Blub. Nein, verdammt. Lass mich in Ruhe. Blöde Kuh. So. Und wir erhalten den Ultra-Hammer. Die Angriffskraft von Marios Hammer wird erhöht. Außerdem kannst du nun Metallblöcke zerstören. Jawohl. Endlich. Der beste und stärkste Hammer im Spiel gehört mir. Und damit kann ich eben Metallblöcke zerstören. Und alle Hammerattacken werden nochmals um 1 verstärkt, was ich noch cooler finde. So. Dann kann ich auch gleich mal diesen Block hier zerstören und dem Gang hier mal folgen, weil ich weiß gar nicht mehr auswendig, was es hier gibt. So. Vielleicht gab es hier irgendwie einen Orden oder... Genau, hier oben ist nämlich eine Schatztruhe. Was ist denn hier drin? Der Paradauzorden macht deine Gegner für kurze Zeit bewegungsunfähig. Ah ja, okay, aber... Nein, das wollte ich nicht. Mann, ey. Ich will noch nicht kämpfen. Nein, das ist unfair. Ich habe nicht einmal genügend Lebenspunkte. Ihr habt doch ein Rad ab. So, da gehen meine ganzen Münzen dahin. Oh, ich habe nur noch mehr 80 Münzen. Das ist voll scheiße. Ich finde das so bescheuert. Warum werden mir Münzen abgezogen, nur weil ich aus einem Kampf flüchte? Das ist ja total bescheuert. Finde ich voll fies.
Naja. Ich brauche unbedingt einen Herzblock, aber ich weiß nicht, ob der einzige Herzblock hier drin nicht der ist, der sich kurz vor dem Endboss befindet, oder ob es hier noch einen anderen gibt. Und hier sind jetzt immer noch der Stachelkäfer und diese Piranha-Pflanze. So. Oh, wenigstens ist hier ein Speicherblock. So, du bist auch hier. Wie hast du es hierher geschafft? Du bist doch sonst nicht so schlau. Was los? Meine vielbewährte Intuition sagt mir, dass uns große Entdeckungen bevorstehen. Aber dieser geheimnisvolle Block versperrt uns den Weg. Verflucht, was sollen wir tun? Na, ganz einfach den hier! Ja, ausgezeichnet, Mario! Lass uns keine Zeit verschwenden! Auf, zu Ruhm und Reichtum! Ja. So, jetzt bin ich wieder hier, aber oben... es riecht nach Schätzen! Schätzen, alter Junge! Mach Platz, ich geh voraus! Oh mein Gott. Ja! Mann, der ist so dämlich. So, und ich weiß jetzt, wenn ich mich hier rechtzeitig fallen lasse, erreiche ich, glaube ich, noch einen Orden oder einen Superblock. Ah, einen Superblock, genau. Und zwar da, wo die Wand ein bisschen grau gefärbt ist. Das heißt, ich kann noch jemanden in den Ultrarang aufstufen, aber wen? Wen nehme ich denn? Wie wär's mit Bombette? Megabomb ist nämlich wirklich total mega geil. So. Jawohl. Bombette, meine Gute. Ich habe dich jetzt schon so lange nicht mehr gebraucht. Mal sehen, dass sich das nicht ändern lässt. So, Bombette wurde in den Ultrang aufgestuft. So. Oh mein Gott. Und der ist voll auf seinen Hintern gefallen. Alles in Ordnung, Mario. Ich unterziehe den Boden nur einer genauen Untersuchung. Geh ruhig weiter. Oh mein Kreuz. Gut, wenn du meinst. Na gut, Freunde, dann würde ich mal sagen, ich beende auch diesen Part hier und werde hier nur speichern. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder, Freunde. Tschüss.